Willkommen zusammen zu einer weiteren Folge hier von Community Talk. Heute mit einem guten Freund von mir im Gespräch. Wer mir häufiger schon zugeschaut hat, der wird sicherlich den Namen auch schon das ein oder andere Mal gehört haben. Am Mikrofon heute bei mir und mit mir im Gespräch mein guter Freund Tom Fresco. Hallo Tom, schön, dass du hier bist. Hallo. Danke, freut mich auch sehr. Die Idee finde ich auch tatsächlich ziemlich gut. Also hat mich direkt interessiert und da wollte ich dann jetzt auch mal direkt mitmachen. Deine Videos kenne ich ja ein bisschen schon und ich glaube, hast du ja auch irgendwo erwähnt, ich bin auch für ein paar Leute im Begriff. Besonders im Bereich Szenarios. Ich sehe ja auch schon hier, das, was du da hast, ist ja auch eins von meinen. Müsste die S3 sein, oder? Genau, das ist die S3 nach Hattingen, ne? Genau. Also ich bin eigentlich im Rails im Forum und auch bei Dovetail Games im Forum und im Creators Club natürlich mit meinem Dovetail Live Account als Tom Fresco bekannt. Hab, glaube ich, mittlerweile sind das über 200 Szenarien dort Boah. hochgeladen, zwei Lackierungen oder so. Aber das war mal so nebenbei, um zu schauen, wie das funktioniert. Ja, das sind Also diese da beiden sind Eurovision Song Contest Lackierungen, ne? genau, es sind eigentlich beides mit auch die gleichen, bis auf ach nee, stimmt, die eine ist jetzt auch mittlerweile für die Lok aus Birmingham Cross City, also da im Ja. Triebwagen, da habe ich auch was gemacht von diesem Jahr, aber da bin ich jetzt eigentlich nicht so versiert, besonders mit irgendwie großrealistischen Repaints, wie du das machst mit ganzen Anschriften oder so. Ja, wobei das auch schon lange her ist, mein letztes Repaint, das war mit der Baureihe 103. Seitdem bin ich ein bisschen faul geworden, was Repaints angeht, aber naja. Nochmal? Orientrote, war das deine letzte oder kam danach noch eine? Ich habe die in Orientrot gerepainted und in Verkehrsrot. Ich glaube, das waren die Ach, beiden, die schön. ich gemacht habe. Ich glaube, die Orient, nee, die Verkehrsroute war ja irgendwie die erste, die hast du mir vor Release schon mal gezeigt und danach Genau. die Orientroute, mit der habe ich ja was gemacht. Genau, stimmt. Die sind wir auch schon mal in einem deiner Szenarien gefahren. Und das machen wir auch heute, ne? Mit der S3 sind wir unterwegs. Während wir ein bisschen quatschen, versuche ich mal ganz nebenbei den Zug aufzurüsten und den auch zu fahren. Allerdings wird es heute selbstverständlich nicht so sehr um das Fahrerlebnis gehen, sondern das mache ich nur so ganz nebenbei. Daher entschuldigt es mir, beziehungsweise seht es mir nach. PZB bleibt heute mal aus. SIFA auch, weil. Ja, Zwangsen, die gibt es halt so in den normalen Videos ja schon oft genug. Das muss dann nicht heute jetzt auch noch hier alles überschatten. Genau, während ich die Fahrgäste hier ein- und aussteigen lasse und die 110 hier gerade an uns vorbeirollt, ja, würde ich mal sagen, kannst du ein bisschen was über dich erzählen und zwar dahingehend, warum begeisterst du dich eigentlich für die Eisenbahn? So eine Sache mal vorab gefragt. Also das hat bei mir, glaube ich, wie bei den meisten in der Kindheit angefangen. Einmal natürlich mit so Holzeisenbahn und Spielzeugeisenbahn. Später hatte ich auch eine Modelleisenbahn extra noch. Das ist jetzt mittlerweile aber nicht mehr so, beziehungsweise weil es halt irgendwann auch ziemlich teuer geworden ist. Aber besonders auch für die echte Eisenbahn, weil wir immer Verwandtschaft in Baden-Württemberg tatsächlich haben. Und da dann immer jetzt irgendwie, eigentlich seit immer schon, mindestens irgendwie zweimal im Jahr hingefahren sind. Und weil wir jetzt irgendwie die ersten 10 Jahre meines Lebens oder so in der Familie hatten wir kein Auto oder was. Das heißt, da sind wir dann auch mit dem Zug hingefahren. Und darüber kam das dann so, dass quasi Urlaub fahren oder quasi Eisenbahnfahren immer auch mit den Urlaub fahren verbunden war, weil vom Ruhrgebiet oder wo ich wohne in der Gegend ungefähr ist das eben auch schon eine 4 Stunden Fahrt. Und das dann so quasi immer diese auch längeren Fahrten mit der Bahn, so mit Urlaub zu verbinden, früher auch noch. Das war, nee, da hat die hier Schnellfahrstrecke zu Köln-Frankfurt, war Ja. schon offen, aber meistens wir trotzdem noch so am Rhein entlang gefahren, in dem Intercity, irgendwie schön in dem Abteil. Und das war dann quasi schon auch ein besonderes Gefühl, dass dann quasi die Fahrt dahin mit zum Urlaub gehört hat. Ja, Und so. das glaube ich so. Auch so gerade Abteilwagen ist ja auch mal noch was ganz besonders Tolles, was es sich heute auch nicht mehr so oft gibt. Muss man schon Glück haben mit irgendwie IC1 und dann ist da nur noch so ein Halbabteilwagen meistens in der zweiten Klasse drin. In der ersten Klasse findet man die da irgendwie noch öfter, aber. Stimmt, stimmt. Wobei im ICE1 gibt es die ja auch noch, ne? Ja, also stimmt hier, aber mit dem NGV, da haben die ja dann ein paar davon, aber da gibt es die auch immer noch. Stimmt. Wahrscheinlich nur halt nicht so viel jetzt. Ja, ich erinnere mich, dass ich auch mal nach Heidelberg gefahren bin vor so ein, zwei Jahren und da saßen wir dann tatsächlich im ICE1. Habe mich schon sehr darüber gefreut, dass wir da umgestiegen sind in Frankfurt sind dann im ICE1 halt gefahren. Und da haben wir uns einen Abteilwagen, tatsächlich einen Abteil gesucht und das war natürlich ein ganz tolles Erlebnis. Das war herrlich. Ja, also verstehe ich total die Begeisterung für Züge, wo die dann bei dir herkommt. Das wurde dir dann so ein bisschen schon, ja, in deiner Kindheit schon angelegt. Achso, wir müssen hier wohl hier halten, ne? In
Mülheim an der Ruhr West, weil... Genau, die S3 hält dann auch planmäßig nur im Scenario Planner, im TSW, der kennt das irgendwie nicht. Also ja, da kann man dann halt die Stelle des Fabrik-Tagen HP0 einfach mal davor gesetzt, dass man da auf jeden Fall nicht. Ja gut, das Signal ist sowieso vor uns rot, insofern bringe ich mal ganz kurz hier den Zug zum Stehen und dann konzentrieren wir uns mal weiter aufs Gespräch, bevor ich jetzt hier das rote Signal überfahre, aber ich glaube, das müsste eigentlich klappen. PZB, da wird man da einfach rüberfahren. Ohne so, irgendwie verhindert zu werden. Achso, passiert da nichts, wenn ich ohne PZB fahre? Aber ich meine, jetzt, wenn du die PZB angehabt hättest, dann hättest so, du das quasi gemacht, davon rotes Signal. Stimmt, also wenn ich jetzt ohne HUD gefahren wäre, dann hätte ich das gar nicht so richtig gecheckt, dass ein rotes Signal vor mir ist. Verrückt. Apropos rotes Signal, ich habe noch rote Spitzenlichter an. Wo stelle ich die denn nochmal hier um? Das war irgendwo hier hinten, ne? Auch da an der Rückwand, da in diese. Irgendwo da so rechts. Zugbeleuchtung. Ach so, ach da. Spitzensignale, so, hier. Das geht ja gar nicht. Okay, ja, gut, das passt soweit. Das sieht hier in dem alten Lichtsystem halt immer ein bisschen komisch aus, wenn man davon irgendwie neuen Add-ons die Wagen drauf hat und dann den Spitzensignal so ziemlich Flutlichter sind. Ja, das ist schon ein bisschen schade so. Wär halt schön, wenn das. Also das die einzige Möglichkeit, wie sich, glaube ich, das verändert, ist, wenn die Strecke jetzt im Grunde genommen aufgewertet wird mit den Lichteinstellungen ja, von TSW 3. Nein, das war jetzt gerade kein freudscher Versprecher. TSW 4 ist nicht in der Mache und ich weiß von nichts. Das war jetzt nur aus Versehen. Es gibt da ja auch noch hier den einen Mod, den habe ich, glaube ich, auch installiert, aber der macht manchmal die Tunnelbeleuchtungsstellen irgendwie kaputt. Deshalb sowas wie hier Rapid Transit oder so, kann man da in diesem Tunnelteil in Leipzig dann nicht mehr fahren, weil da dann alles dunkel ist. Stimmt, und deshalb nutze ich die Mod auch nicht, weil mich das dann doch ein bisschen sehr gestört hat und auch mit den Fahrgastinformationsanzeigen, die funktionieren ja dann auch nicht, ne? Also die sieht man dann auch nicht. Sieht man nicht, wie spät ist. Ja, genau. Gut, also das hier ist so einer deiner Szenarien, die wir gerade hier fahren. Ist das bei dir so, dass du jeden einzelnen Zug jetzt theoretisch hier noch kennst und erkennst und weißt, welcher genau wann vorbeikommt? Wüsstest du das über dieses Szenario hier noch? Also ich glaube, wenn dann tatsächlich bei dem, weil das habe ich auch zum Beispiel so oft in irgendwelchen Let's Plays gesehen, da kommt das immer sehr auf das Szenario an, so wie das zum Beispiel jetzt auf YouTube oder so dargestellt wird oder wie oft das quasi gezeigt wird oder wie oft ich das auch teilweise selber fahre, weil einige Szenarien, die veröffentliche ich und dann ist das halt so, das ziemlich gemacht zu haben, aber jetzt besonders die S3 oder auch generell hier den Triersatzverkehr, mit dem ich auch selber ein paar Mal gefahren bin, das fahre ich dann auch nur privat, ohne jetzt irgendwie eine Testfahrt gemacht zu haben und da ist das eigentlich ziemlich, also das kenne ich ziemlich gut. Zum Beispiel müsste ich jetzt irgendwie nach Mülheim. Also in Mülheim kommt gleich, glaube ich, ein ICE 1 entgegen und dann müsste dich bei der Abfahrt aus Mülheim, wenn das mit dem Timing passt, das ist manchmal ein bisschen so, je nachdem, wie man fährt, das macht aber nichts, also jedes Mal anders, kommt von rechts quasi überholt dich fliegend ein ICE 3 in Doppeltraktion. Da bin ich ja gespannt drauf. Dann werden wir auf jeden Fall das Szenario noch ein paar Minütchen weiterfahren, bevor wir hier wieder rausgehen. Ich halte mal eben kurz an. Es müsste auch jetzt gleich sein, irgendwas dauert nicht mehr lange. Dann schauen wir mal. Beziehungsweise ich kann ja mal ganz kurz auf die Karte gucken, ob das tatsächlich stimmt. Okay, das Signal ist auf jeden Fall schon mal grün. Ja, das hier auch. Da wird auf jeden Fall gleich wohl ein Zug vorbeikommen. Da ist er. Ja, Wahnsinn. Tatsache, dass du sowas dann noch weißt und da kommt noch irgendein Regionalzug. Nicht schlecht. Machen wir die Tür zu. Das ist eine der populärsten Szenarien oder so, oder wo ich auch selber. Ja. Ein paar Mal beim Erstellen. Ich glaube, das ist so, wenn ein Szenario beim ersten Mal nicht funktioniert, dann setzt man sich damit so mehr auseinander, was jetzt so welcher Zug wo sagt und so. Und dann kennt man so die ganze Struktur davon noch besser. Und wenn man das sozusagen einmal gebaut hat, dann fährt und es funktioniert, dann sieht man das danach halt häufig nicht mehr wieder. Oder halt nur einmal und vergisst das dann schnell. Ja, ich verstehe, ja. Ist das denn so, dass du jedes Szenario, das du erstellst, auch komplett selbst abfährst, um zu testen, ob alles funktioniert? Machst du das immer? Ich muss das zugeben, tatsächlich nicht. Mhm. Also besonders irgendwie bei Szenarien, die sich relativ wiederholen oder sozusagen in der Form schon mal da waren. Zum Beispiel auf der Rheinstrecke ist mir das mal sehr auffällig passiert, dass ich eine Kopie von einem Szenario
relativ nur mit dem Spieler zu benutzt habe. Also sozusagen, wenn er jetzt zum Beispiel ein Intercity-Szenario auf einer Rheinstrecke und dann möchte ich noch eins mit dem IC1 machen. Das ist jetzt erstmal so grundlegend das Gleiche. Mhm. Das heißt, da tausche ich so den Spielerzug aus, verändere so auch zum Beispiel die Uhrzeit, das mache ich auch häufig, dass dann sozusagen jeder Zug zum Beispiel mal eine Stunde zurückgestellt wird oder halt vor, dass halt so ein bisschen naja, die Beleuchtung anders ist, dass man morgens mal fährt oder abends, dass es nicht so komplett das Gleiche ist. Aber sozusagen, dass ich dann davon ausgehen kann, dass wenn das erste Szenario so funktioniert hat, dass das zweite dann auch gut. Ja. Dann wird sozusagen mein Zug ausgetauscht, aber jetzt so nichts grundlegend daran geändert, dass ich dann quasi nicht nochmal eine Stunde jetzt sitzen muss. Weil besonders bei der Rheinstrecke, da kamen ja irgendwie 20 Szenarien oder so dafür, da kann ich aber nicht quasi in der Geschwindigkeit, in der die rauskommen, dann jedes einzelne so komplett testen. Das heißt, das mache ich so meistens bei individuellen Szenarien oder besonders halt bei besonderen. Aber wenn Szenarien sozusagen so aufeinander aufbauen oder so quasi eigentlich das auch nur eine Fahrt jetzt einmal durch ist, ja, ohne Halt, nur halt einmal mit dem IC1 oder mit einer 103 oder 1, dann meistens nicht. Ich verstehe. So, ich würde sagen, ups, ich habe die Türen viel zu früh verschlossen, ist mir ganz nebenbei aufgefallen. Also hier kommt, es steht immer noch die Meldung, dass ich noch die Türen entriegeln soll. Upsi. Aber Szenarien kaputt machen, das kann ich auch sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir tappen hier einmal raus aus dem Spiel, beziehungsweise aus der Fahrt hier und gehen mal in den Creators Club rein. Und wenn ich mich jetzt frage, ach, ich gucke gerade dieses Video und dieser Tom Fresco, den kenne ich gar nicht, aber der scheint wohl gute Szenarien zu machen. Wie finde ich deine Szenarien? Da habe ich mir was überlegt, was ich aus dem Razer-Forum habe, hier bei TS, wie wir herstellen, also für den Train Simulator, ist das sehr verbreitet, so Namenskürzel zu haben. Und dann habe ich das auch einfach mal übernommen für den Creators Club. Da kann man unten in der Suchleiste, wo man eigentlich sonst zugegeben relativ wenig findet, weil man nicht gezielt nach Autorennamen suchen kann oder manchmal der auch konkrete Begriffe nicht findet, nach Klammer auf, TF, Klammer zu suchen. Klammer auf, TF, dann, Klammer zu. Ups, genau, Klammer und dann findet er alle meine Sachen quasi. Jetzt müsste man halt auf Szenarien gehen, das sind jetzt alle Lackierungen oben. Und oben kann man dann zwischen Lackierungen und Szenarien auswählen und dann tauchen da dann quasi alle auf. So, dann gehen wir mal hier drauf. Ich habe tatsächlich auch ein paar gesehen, die TF davor stehen hatten und dann nicht von mir waren. Ach krass. Da weiß ich nicht, was so damit los gewesen ist, aber das sind, glaube ich, die wenigsten. Okay, na gut. Da scheint sich wohl jemand versucht zu haben, mit fremden Federn zu schmücken. So, und dann kann man hier auf deinen Namen da draufklicken. Das bist dann du hier. Und man sieht, du hast 218 Items hochgeladen. Das ist vermutlich, ich würde behaupten, ein Rekord. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand mehr hochgeladen hat als du. Ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Auf jeden Fall hat niemand mehr Szenarien hochgeladen als du. Ja, also ich glaube, die TG hat mal irgendwann, glaube ich, im ersten Monat vom Creators Club dann eine Statistik dazu veröffentlicht. Und da war ich noch am meisten mit irgendwie damals an die 60 oder so. Mhm. Und ich glaube, jetzt ist das wahrscheinlich immer noch so. Ich glaube auch. Ich glaube, da hat sich nichts dran geändert, dass du da die einsame Spitze bist. Wobei es ja viele Repaints im Creators Club gibt, so, und aber Repaints zu erstellen ist halt deutlich einfacher als ein Szenario. Also in diesem Sinne kann jeder einfach so eine Lok irgendwie in eine Farbe reinklatschen, so. Dann ist die Lok, weiß ich nicht, grün. Und dann laden das schon viele Leute hoch, so mit diesem Detailgrad, nämlich Detailgrad 0. Ja. Ja, wobei, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass im Creators Club generell viel mehr Lackierungen als Szenarien gibt. Ja. Das heißt, wenn du da irgendwie zum Beispiel bei Lackierungen guckst auf der Startseite, sind da irgendwie hier 5, also jetzt grob geschätzt, aber so 500, 600 Seiten. Und bei Szenarien sind das halt nur so 300 oder 200. Jetzt weiß ich nicht die genauen Zahlen, aber es sind auf jeden Fall weniger. Okay, also bei den Lackierungen sind es 1392 Seiten. Ja, habe ich da lange nicht mehr reingeschaut. Und 300 sind es bei den, 387 sind es bei den Szenarien. Also da merkt man schon den krassen Unterschied, dass halt viele Leute, oder beziehungsweise nur wenig Leute sich generell Szenarien bauen, weil es einfach komplizierter ist. Und wir können gleich mal darauf eingehen, warum das vielleicht auch komplizierter ist. Beziehungsweise man muss halt einfach ein größeres Verständnis haben von der ganzen Materie, die man macht, was so Szenarien angeht. Wir gucken uns einmal ganz kurz nochmal deine Szenarien an. Scrollen da einmal so kurz durch. So, dann suchen wir nochmal nach dir, dann gehen wir hier auf deinen Namen und schauen uns mal ein paar deiner Szenarien an. Was ist so dein persönliches Lieblingsszenario von dir selbst? So, wo würdest du sagen, das ist vielleicht mein bestes Szenario, mein tollstes Szenario oder so die besten zwei, drei Szenarien von dir?
wo du sagen würdest, das, wenn ihr irgendwas von mir spielt, dann das? So, da müsste ich tatsächlich, also ich glaube, auf eins könnte ich mich ja nicht einigen, aber ich glaube, drei kriege ich zusammen. Also auf jeden Fall, ich glaube, nach dem Fix, weil du hast das ja schon mal gespielt, aber das ist so nicht funktioniert, das EC9-Szenario für die Rheinstrecke, Ja. das finde ich sehr schön, selber auch häufiger mit dem Zug gefahren. Das sind dann meistens so die Szenarien, wo ich auch so ein bisschen, noch ein bisschen extra Herzblut reinstecke, so Fahrten, die man nicht kennt. Da haben wir hier einmal den Eurocity 8, das ist, glaube ich, die in Gegenrichtung, Genau, ne? das ist eigentlich so die beiden so, da tut sich nicht viel, das würde ich so als die Eurocity auf der Rheinstrecke, das ist auf jeden Fall, das sind sehr schöne Szenarien, würde ich sehr empfehlen. Und da ist der Eurocity 9 hier mittlerweile in Version 3. Also da Ja. Leute hier einfach mal danach suchen. Ihr seht es gerade hier. EC9 Zürich Hauptbahnhof V3. Das Szenario hat es auf jeden Fall in sich. Das ist super. Ich bin es auch gefahren damals mit, ne, wie gesagt, ich stand dann vor irgendeinem roten Signal, aber Genau. das Problem ist mittlerweile gelöst. Auch das noch irgendwie in Bing nicht funktioniert, weil auch hier mit dem Szenario-Planner, da reden wir ja gleich wahrscheinlich auch drüber, dass da so ein paar Macken gibt und da muss man halt ein bisschen zweimal nachschauen, um zu gucken, ob das funktioniert. Dann, also die S3 würde ich glaube ich auch als Favoriten, einfach wegen dem KI-Verkehr, was auf Hauptstrecke Rhein-Ruhr super funktioniert, mit den ganzen fliegenden Überholungen oder Zügen, die entgegenkommen. Und mit Das dieser, passt. mit der Portal-Mod, die gibt es ja auch, ne? Ja, Wobei aber funktioniert damit das dann habe ich. auch für die Konsolen dann, wenn die Portal-Mod eingesetzt wird? Nee, das S3-Szenario von gerade eben, das hat er nicht benutzt, den Mod. Ah, okay. Und das heißt, weil für Creators Club-Szenarien benutze ich so, bis auf halt meine anderen Modifikationen, die dann damit funktionieren, kann ich ja gleich auch nochmal ein bisschen drüber reden, aber so Mods grundsätzlich benutze ich halt für Creators Club nicht. Ich habe ein paar Szenarien gesehen, wo in der Beschreibung stand, dass man irgendwelche Mods braucht, aber das finde ich besonders im Creators Club ein bisschen kritisch, weil da ja auch, wenn dann Konsolenspielerinnen oder was dann darauf zugreifen wollen oder das dann halt nicht geht, weil sie sich halt den Mod so komplett gar nicht holen können, ist das halt da ein Szenario reinzustellen, wo dann halt auch das so quasi gezielt an Leute nicht geht, ist halt schon ein bisschen, finde ich, ein bisschen komisch. Und dann tatsächlich, was auch noch eines meiner Lieblingsszenarien ist, jetzt aber auch außerhalb von den deutschen Sachen, weil ich habe auch so ein paar besonders für das UK erstellt. Wir sind da So, gerade eben dran vorbeigescrollt an den ganzen UK-Szenarien. Da sehen wir schon ein paar. kommen auch, genau, die kommen auch immer zwischendurch. Ich glaube, das ist tatsächlich auch schon ein bisschen älter. Das habe ich, glaube ich, zum Creators Club Release extra gemacht. Auch bei Rush Hour, muss ich überlegen, was das ist. Ich glaube, die 465 auf der Brighton Mainline ist zwar jetzt nicht realistisch, aber es ist auch ein Szenario. Vor allem auf der Brighton Mainline kann man, wenn man wirklich viel Zeit reinsteckt, das dauert dann teilweise deutlich länger auf deutschen Strecken, weil es da sehr viele Auswahlmöglichkeiten gibt. Aber da habe ich, glaube ich, mal nachgezählt und die KI-Züge nicht irgendwie benannt, sondern alle durchnummeriert. Und da bin ich auch irgendwie über 50 dann gekommen am Ende. Ach, krass. Und das ist wirklich auch ein schönes Szenario, was noch mehr KI-Verkehr hat als die S3 auf Hauptstrecke Rhein-Ruhr, mit auch Wahnsinn. entgegenkommenden Zügen. Vor einem kann man da Züge setzen. Also die Brighton Mainline ist auch eine sehr schöne Strecke zum Szenario erstellen, auf jeden Fall. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Wir sehen auf jeden Fall sehr, sehr viele deutsche Szenarien, sehr viele englische Szenarien und oh, hier auch mal was Amerikanisches dabei. Auch amerikanisch gibt es, also würde ich mich wundern, wenn es über 10 wären, weil da auch nicht alle Strecken besitzen. Also besonders bei Güterzugstrecken, hier die beiden Northeast Corridor Strecken haben, aber oft gefahren bin ich die selber auch nicht. Also mein Hauptaugenmerk ist auf deutschen Strecken und mittlerweile fast gleichwertig auch UK. Hier sehen wir einer der Szenarien, die ich ziemlich toll fand. Ich hatte den Interregio nach Basel mit dem ÖBB Taurus. Und den Weiterbahn auf die Luzern-Sursee ist das, oder? Genau. Das fand ich ja dann besonders toll, dass man eben mit bekannten Fahrzeugen auf einer bisher in diesem Sinne unbekannten Strecke auch mal unterwegs war, was man ja sonst so vom Fahrplan her nicht machen kann auf der Strecke. Genau, das ist auch immer so ein bisschen bei mir das Ding. So, ich versuche Szenarien zu erstellen jetzt, was man so im Fahrplanbus zum Beispiel nicht hat. Also ich würde jetzt eher selten, so zum Beispiel jetzt auf Hauptstrecke Rhein-Ruhr, ein A1-Szenario mit Dostos machen oder so, weil das da hat man ja einfach einen Fahrplan für. Auch wenn man da ein bisschen halt abwechslungsreichen KI-Verkehr und so reinbauen kann, aber so grundsätzlich, das gibt es ja schon quasi. Aber zum Beispiel da jetzt ein ICE fahren, zum Beispiel wie hier auf Hamburg-Lübeck oder so. Boah, das geht mittlerweile auch mit dem neuen Fahrplan, aber als das Szenario, als ich das gemacht habe, ging das halt eben nicht. Und das war dann sozusagen da so eine neue Experience quasi dann für die Strecke, da mal durchzufahren mit dem Fernverkehrszug und so, was halt der Fahrplan nicht hergibt. Besonders hier auf Rapid Transit kann man da sehr viel machen, weil da der Fahrplan einfach nur aus S-Bahnen besteht und man da halt eben Regional-, Fernverkehr, Güterverkehr und was Stimmt. alles machen kann. Und das fühlt sich dann gleich wie eine neue Strecke an, wenn man da dann irgendwie nicht überall hält und mit einem irgendwie
mittlerweile 4 Jahre alten Talent 2 von DTG rumfährst, sondern mit dem aktuelleren und besseren Rollmaterial dann. Ja, total. Also das Gefühl habe ich aber auch oft, dass man, dass eine Strecke einfach komplett nochmal neu wirkt, wenn neue Fahrzeuge auf der Strecke sind. So jedes Mal, wenn ein Log-DLC erscheint, was leider sehr, sehr selten ist, dann habe ich auch mal das Gefühl, dass die Strecke fast komplett neu für einen ist. Und das ist zumindest eine recht neue Erfahrung und das finde ich dann immer schon sehr toll. Das habe ich auch besonders und das hängt bei mir auch so ein bisschen davon ab, so wie viele Szenarien kommen momentan. Also ich glaube, ich habe jetzt länger nichts mehr hochgeladen, was so daran liegt, dass so nicht viel Neues, Deutsches oder so erschienen ist. Ja. Jetzt Hidden Forest oder so war ja das letzte. Dafür habe ich, glaube ich, noch nichts gemacht. Ich glaube, ich habe seit der Midland Mainline, als die rausgekommen ist hier von Skyhook Games, Ja. kein Szenario hochgeladen. Momentan bin ich auch eher in der TS-Phase. Ich habe das irgendwie mal so abwechseln, dass ich manchmal besonders halt sehr viel im TS fahre und dann halt wieder im TSW, besonders wenn da irgendwie was Neues oder Ansprechendes kommt oder so. Und wenn dann aber was rauskommt, zum Beispiel bei der Rheinstrecke oder so, dann hat man halt gleich erstens Möglichkeiten für die Strecke selber Szenarien zu erstellen. Und wenn halt Rollmaterial mitgeliefert wird, was halt irgendwie erstens neu ist oder halt auch gut auf andere Strecken passt, dann kann man damit halt eben nochmal auf quasi alle anderen deutschen Strecken gehen, Ja. hingehen und dann dafür nochmal Szenarien machen und da kommt dann schon immer sehr viel zusammen. Ja, absolut, absolut. Wir sehen hier ganz nebenbei übrigens unter den beliebtesten, bist du auch hier auf einfach mal eben auf Platz 3. Hier mit 9.400 Subscriptions. Wobei Genau, vermutlich, ja. das ist auch ein sehr besonderes Szenario, eben wegen diesem HSD in der First Great Western Lackierung, die es halt so nicht gibt im Spiel, bis auf halt einen Mod, den man halt für PC nutzen konnte. Und dieses Szenario hat das halt eben so quasi das erste Mal für Konsolenspieler ermöglicht, dann eben so diesen Zug zu fahren, den man halt vorher sich nur irgendwie ins Spiel reinmodden konnte. Und das kam halt auch eben hier auch auf sehr vielen, besonders auch größeren britischen YouTube-Accounts und so. Und dadurch hat das dann eben sehr viel an Popularität gewonnen. Wahrscheinlich. Ich habe auch ein bisschen mal gehört, dass DTG irgendwann vorhat, den ganz aus dem Spiel rauszupatchen. Aber das war nur. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die das jemals machen werden. Also wenn, Ja. dann hätten sie es vielleicht schon für TSW 2 gemacht, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ja, Wir sehen die. die Frage, glaube ich, hier mit dem Release vom Livery Designer für den Great Western HST und so, aber Naja. ich habe bis jetzt das auch hier beim Update von hier Great Western Express und dann haben die auch nur das und da gibt es auch noch die 166 in der Lackierung. Ja. Also ich glaube, also das wird auch noch erstmal ein bisschen funktionieren. Ja, ich glaube, die haben auch da andere Prioritäten und letztlich bringt ihnen das jetzt auch Ja. nichts, das da den Leuten wegzunehmen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der jemals weggenommen wird. Wir sehen hier ganz nebenbei auch noch, dass so in den Top 10 Szenarien praktisch zweimal vertreten müssen. Auch hier der ICE auf der LGW unterwegs. Auch das eben, was du vorhin gesagt hast, dass man eben mit einem fremden Fahrzeug auf einer neuen Strecke fährt. Genau. Das ist halt so einer der Erfolgsrezepte. Es müsste aber trotzdem in irgendeiner Form realistisch sein, denke ich mal. Es sollte jetzt nicht irgendwie so ein, Ja. weiß ich nicht, so ein Talent 2 jetzt sein, der, ja, wobei, jetzt sehen wir es gerade, Talent 2 auf der U-Bahn ist Wir halt. waren in der U-Bahn, genau, würde ich jetzt gerade. Also, ja gut, also es muss schon so ein bisschen Ja. kreativer sein. Ich würde sagen, wir gehen mal einmal ganz kurz noch hier in den Szenarioentwickler rein. Wir werden jetzt kein Szenario vollständig zusammen entwickeln, aber für Koblenz Mainz können wir mal, hier sehen wir einfach drei Szenarien, die ich von dir noch habe. Wir können einfach mal zusammen mal ein neues Szenario erstellen und du kannst mir so ein bisschen mal sagen, wie Pi mal Daumen du da so vorgehst. Ich nenne es jetzt einfach mal Ja. TF und Train Sim Play Szenario. Wir erlauben alles und bestätigen. Genau, ich habe den Szenario Planner jetzt bei mir auch offen, habe ich schon am Anfang hier des Videos geöffnet, weil der braucht bei mir ziemlich lange zum Laden bei den ganzen Szenarien, die da schon drin sind. Ich habe da ja auch teilweise noch irgendwelche Testsachen oder unveröffentlichte Dinge drin. Aber so, jetzt habe ich den hier auch offen. Ich fange eigentlich meistens, also eigentlich immer mit dem Spielerzug an. Also ich habe da immer eine Idee, was ich so machen möchte. Zum Beispiel jetzt mal sagen wir mal ein ICE3 oder so, der umgeleitet wurde, Ja. weil die Schnellfahrstrecke gesperrt ist. Von, ich glaube, in Mainz. Da muss man jetzt sich, also von Mainz oder Koblenz fährt er ja dann und da muss man jetzt besonders bei so einem langen Zug suchen, wo der erstmal reinpasst. Ja. Also zum Beispiel hier Mainz Hauptbahnhof Bahnsteig 3 würde gehen, Bahnsteig 1 geht auch, aber da habe ich das mal versucht, da spawnen die Züge nicht richtig hin. Also da habe ich mal einen Zug hingesetzt und dann war der irgendwie so komplett zusammengeschrumpft
geschrumpft auf einen Wagen, Ach krass, weil ja. irgendwas nicht richtig war mit dem Startmarker oder Ja. so. Das heißt, da setze ich meistens nichts hin auf Gleis 1 in Mainz. Dann nehmen wir den mal hier einfach mal auf Gleis 3 und bestätigen das Genau. Ganze und Und wählen einmal jetzt als hier, Ziel aus. genau, als Ziel dann halt Koblenz, weil er bis dahin fahren soll. Und dann fährt er wahrscheinlich durch, wenn er umgeleitet worden ist. Sonst könnte man ihn in Bingen halten lassen als einzige Möglichkeit. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Okay, machen wir nicht. Dann bestätigen wir das Ganze so und bestätigen den Zugdienst. Genau, dann suchen wir uns halt ein ICE3 aus. Das ist jetzt so erstmal quasi, meistens nehme ich mittlerweile halt den von Kassel-Würzburg, weil er halt irgendwie am besten ist. Ein 406er Ja. würde auch quasi passen, aber das ist halt auch schon so ein bisschen älter hier, der aus Kassel-Würzburg, das halt die neueren Anzeigen. Ja. Und da wird ein bisschen noch was dran gemacht. Das heißt, dann nehme ich dann meistens den. Außerdem haben alle, die TSW3 haben, Kassel-Würzburg, meistens Ja. zumindest. Also ist Dann das dann so immer das Wahrscheinlichste, was so die meisten Leute haben. nehmen wir mal den hier mit der Regenbogenlackierung. Wobei, das ist dann, glaube ich, von der. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Mod ist oder das DLC. Die hab ich nämlich beides installiert, kann ich jetzt nicht auseinanderhalten. Dann nehmen wir einfach mal den ganz normalen ICE3 aus Und bei Kassel-Würzburg. mir ist das jetzt aber noch entweder der Mod, das DLC oder dein Repaint für den aus hier Stimmt. München-Augsburg. Habe ich auch noch hier drauf. Stimmt, den gibt es ja auch noch. Dann hier DBIC3 Kassel-Würzburg. 185 Meter, das passt. Nehmen wir, und wie machst du das mit der Benennung? Hast du da eine bestimmte Logik? Also der Spielerzug wird halt meistens, weiß ich nicht, wie ein Zug benannt. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier ICE. Entweder suche ich mir einen richtigen Zug halt raus, der dann realistisch da irgendwie mit der Zeit langfahren wird, oder ich Ja. weiß, denke ich mir einfach eine Zugnummer aus, was sich plausibel anhört. Also ICE hier 108 jetzt oder so. Ich glaube, das sind die, die von Basel immer hoch oder runter fahren, ist das, glaube ich, immer die Linie. Und das wird dann ja auch passen. Und dann nach, sagen wir mal, Dortmund Hauptbahnhof. Also mit den Zugnummern oder was bin ich jetzt meistens nicht mehr 100% realistisch, außer ich versuche irgendwie ein echtes Szenario nach echtem Fahrplan auch zu erstellen. Habe ich auch ein paar Mal gemacht. Aber da ist es auch mit dem Szenario-Planner irgendwie ein bisschen zu nervig, weil man da ja auch nur die Sachen in 5 Minuten erstellen kann. Also da kann man ja Ja. teilweise gar nicht mit bestimmten einfahren, weil du ja eben nur alle 5 Minuten quasi starten kannst. Und wenn du ein paar Minuten Wartezeit hast oder viel zu früh los musst, das heißt, mache ich dann meistens irgendwie fiktiv oder halb fiktiv. Also vielleicht noch so angelehnt in die Realität, aber ganz genau wird es halt eben nicht, Genau. weil man nicht die genauen Befehle leider einstellen kann mit den Uhrzeiten. Ja. Ja. Wann wollen wir den starten lassen? Also ich mache meistens immer eine andere Uhrzeit als 12 Uhr, weil so Szenarien meistens, auch wenn ich welche aus dem Creators Club nehme, wo man also nicht mal die Uhrzeit verändert hat, das ist Ja. dann, finde ich, auch ein bisschen blöd. Das heißt, entweder irgendwie morgens ist ja immer schön, da jetzt mit dem Sonnenaufgang, sagen wir mal so 7:10 Uhr. Und die Startzeit muss man quasi immer im Auge behalten, weil das dann quasi auch für die ganzen Flüge das ist, von dem dann quasi ausgegangen wird als Start. Und dann kann man einfach hier virtuell Spieler kontrolliert ankreuzen und ist ja ein Fahrgastzugdienst, also passt das dann so auch. So, Und dann wäre der Zug quasi fertig. dann haben wir den ersten. Dann geht es jetzt an den KI-Verkehr ran. Also wir machen das jetzt Ja. nicht komplett hier einmal durch, so jetzt, also zumindest jetzt nicht hier dem Video, weil das dauert dann, glaube ich, doch ein bisschen länger. Wie lange brauchst du so für ein Szenario, das mal komplett neu zu erstellen? Also das kommt sehr auf die Strecke an. Wie Ja. gesagt, wie umfangreich das Szenario ist hier, bei so einer Strecke bräuchte man für ein komplett neues Szenario, ich würde mal schätzen, so eine halbe Stunde. Ich auf jeden Fall. Je nachdem, was man dann halt noch, wenn man zum Beispiel Zug davor setzen will, dann braucht man halt noch mehr Zeit, um das dann halt zu testen, weil wenn ein Zug vor einem fährt, muss man das dann meistens wirklich ganz durchfahren, Oh, ja. um halt zu testen, ob das dann funktioniert, ob der Zug nirgendwo vorher stehen bleibt oder da was feststeckt oder so. Das ist besonders hier in Bingerbrück mit hier Gleisen 101, 102, 201. Da kommt man leicht durcheinander, ist mir auch schon oft passiert. Das heißt, da muss dann sehr viel getestet werden. Aber ja, dann fange ich meistens mit dem KI-Verkehr an, der im Startbahnhof vom Zug steht. Also Also würde ich jetzt, Mainz. genau, also würde ich jetzt in Mainz, zum Beispiel hier bei dem Steig 11, das ist dieses eine Stumpfgleis, da am Rand, wo meistens irgendwelche Regionalbahnen ankommen. Und als Ziel ist dann eigentlich egal, was man auswählt, weil der soll dann da stehen. Ob der jetzt dann bis irgendwann bis Bingen nicht losfährt oder bis woanders hin, macht dann auch nichts. Okay, also der soll jetzt da einfach nur im Bahnhof rumstehen. Das ist die einzige Aufgabe Genau. des Zuges. Okay, dann nehmen wir diesen Pfad hier und lassen den wohin fahren? Irgendwo, wo wir nichts Ja. Wichtiges belegen, würde ich mal sagen. Ja. Wobei das Ziel des Zuges wird quasi eh nichts belegen. Also es kommt jetzt nur darauf an, dass er quasi in Ah. Mainz steht und ob der dann, der kann auch bis Koblenz
theoretisch durchfahren, aber der bekommt ja dann eine Abfahrtszeit so quasi, dass er niemals losfahren wird. Also passt das an. Ah, okay, ja gut. Das wusste ich nicht tatsächlich. Ich dachte, dann wird dann auch was belegt. So, was nehmen wir als Ja, und man dafür? kann tatsächlich so mehreren Zügen das gleiche Ziel geben, nur halt können nicht mehrere Züge halt mehr starten. Das heißt, Ah, schau zum an, Beispiel das der wusste ich nie. Linksverkehr hat zum Beispiel in die Gegenrichtung, der entgegenkommt, fährt zum Beispiel, fahren alle nach Mainz Hauptbahnhof Gleis 5, aber staunt sich dann halt in Mainz immer, aber das wird man dann halt nicht sehen, weil man dann ja schon Richtung Koblenz unterwegs ist. Ah, schon. Ja, guck mal, dann lerne ich jetzt auch was Neues dazu. Und was wollen wir dafür nehmen? Sollen wir dafür einen 628er vielleicht nehmen? Ja, genau, hier der Verkehrsrote, der wird ja dazu gut passen, ist ja hier mit dem ICE3 modernes Szenario dann. Ja, Ja, dann dann wird der eigentlich. nehmen wir den hier, 43 Meter. Standardlackierung, das müsste der dann, glaube ich, in Verkehrsrot sein. Ne, wobei, ich glaube, das ist. Nee, das sind Repaints. So, dann nehmen wir die Standardlackierung. So, da irgendwas an Benennung, nennst du die dann KI1 oder auch den Zugnamen oder. So wichtige Namen gebe ich denen nicht, weil Ja. das wird man nie sehen, als irgendwie. Ja. Entweder weil man nur halt den Namen von seinem Spielerzug sieht und weil man Creators Club-Szenarien, die man sich runtergeladen hat, auch nicht bearbeiten kann und dadurch halt die anderen Zugnamen sehen würden. In meinen alten Szenarien, die nur ins Raisin-Forum gekommen sind, wenn man sich das runtergeladen hat, konnte man das dann auch quasi öffnen und den ganzen KI-Verkehr darin sehen. Dann habe ich denen immer richtige Namen gegeben, weil man dann quasi so als jemand, der sich das runtergeladen hat, sich das quasi alles anschauen konnte. Das geht im Creators Club nicht. Deshalb KI-Züge bekommen meistens einmal mit der Hand über die Tastatur gefahren, bei mir mittlerweile. Weil das macht quasi also gar nichts, weil man davon nichts mitbekommt. Und die Standzeit für einen statischen Zug ist dann entweder halt 12, wenn das so mit der Szenariozeit passt. Wir haben den einen ja, glaube ich, um 7 Uhr losfahren lassen, oder? Dann ist er ja 7:10 Uhr. eine Zeit von, ja, dann ist er, wird er niemals losfahren im Szenario, außer man braucht irgendwie ewig viele Stunden, dann kann man das auf 12 Uhr lassen. Vom Spieler wird ja auch nicht kontrolliert und ob das jetzt verhindert oder auf Güter steht, macht ja auch nichts, weil der wird ja keine Anweisungen bekommen in der Zeit. Sehr gut, dann haben wir jetzt einen KI-Zug. Ne nehmen wir mal noch was. Also, Ja, was dann käme können dann wir als dann auch nächstes? den Zug setzen zum Beispiel. Das ist so auch immer eigentlich das am interessantesten, weil entgegenkommenden KI-Verkehr können wir gleich auch nochmal einen Zug machen, aber jetzt wollen wir, wie man einen Zug zum Beispiel gut davor setzt. Unser Zug fährt ja, das kann man sich alles auch nochmal, wenn man den Zug anklickt und dann den Zug, also den Fahrplan davon sieht, sieht man, auf welchen Gleisen der alles durchfährt, falls man sich nicht ganz sicher ist. Das können wir auch nochmal machen, hier auf Fahrplan bearbeiten. Ja. Dann Startmarkierung bestätigen und Zugziel bestätigen, dann sieht man alle Halte, an denen der durchfährt. Da, ne, also. Ja, also ich glaube nochmal Ach zurück. so, Also ich ah, glaube, ja. da sieht man jetzt quasi alle Gleise auch an unterwegs halten, an denen der quasi durchkommen wird. Und das heißt, wenn wir jetzt einen Zug davor setzen wollen, sehen wir zum Beispiel Bingen, also hier Bingen Rheinstadt, Ist ist das ja das heute Bahnstrecke ganz, ganz kurz zu dazwischen gefragt, ist das irgendwie sortiert nach Geografie? Also im Sinne von, das wäre dann auch auf der Strecke der nächsten Bahnhof und dann käme Ja, also es Buchen? geht quasi von oben nach unten chronologisch, wie der den Ah, durchführt. schau an, auch das Also wusste hier ich nicht. Mainz-Lombach, Heidenheim, Ullerborn, Heidesheim, das ist dann quasi in der Reihenfolge. Ah, okay, das macht ja einiges einfacher, dass man dann nicht selbst erstmal irgendwie bei Google Maps gucken muss, okay, was wäre denn theoretisch der nächste Bahnhof? Ja. Okay, und was Also nehmen im wir dann? Endeffekt, genau, ein KI-Zug davor. Ich habe in Szenarien meistens so in Bingen Stadt bietet sich immer gut an. Kann man zum Bingen. Beispiel. Wo ist denn Bingen Stadt? Also Bingen heißt das hier, glaube ich, Achso, sogar. Es gibt hier Bing, zwei Bang, Brücken. Bang, ja. Ja, und dann kann man zum Beispiel Bingen dann Bahnsteig 2. Das ist jetzt das. Dann muss man einmal ganz zurückgehen, weil das sind jetzt die Halte von dem Zug. Jetzt hast du da, glaube ich, Ah, den natürlich, Bahnhof ja. in Bingen Stadt gebucht. Und dann einmal jetzt wieder zurück bis zu dahin. Und dann können wir jetzt einen neuen Zugdienst dann machen. So, Und dann dann. quasi ab Bingen Bahnsteig 2. Bingen Bahnsteig 2. Ach, guck mal. Ah, das ist nämlich etwas, was ich mich oft gefragt habe. Woher weiß ich denn, ob Bahnsteig 1 oder Bahnsteig 2 jetzt die Richtung ist, in die ich praktisch fahren möchte, ne? Das ist etwas, was ich nie so ganz wusste. Und jetzt habe ich das verstanden, dass ich dann dadurch sehen kann, durch die Ansicht, die wir vorher hatten, dass Bahnsteig 2 halt praktisch in meiner Fahrtrichtung ist und Bahnsteig 1 ist die Gegenfahrtrichtung. Schau an, das wusste ich nicht. So, dann nehmen wir Also Bahnsteig entweder 2. ist man halt super streckenkundig Ja. und weiß das irgendwie daher, aber auch meistens nicht. Ja. Und dann kann man das sehr leicht dadurch rausfinden. Das macht es halt natürlich viel einfacher, weil ich dachte mir dann, dass du, wenn du Szenarien erstellst, dann gehst du nochmal ins Spiel rein und fliegst mit der Kamera zu dem Bahnhof und guckst dir an, okay, welcher Bahnsteig ist das und so. Aber das macht es natürlich um einiges einfacher.
Ja, das wird dann sehr lange dauern, müsste ich einmal die Ja. ganze Reihenfolge dann mit der Kamera. Ja. So, und als Ziel, da gibt es jetzt hier die vier Pfade. Und da gibt es halt, also zweimal kommt der in Koblenz auf Bahnsteig 3 an. Da kommen wir aber an mit unserem ICE, das heißt, da lassen wir den nicht hinfallen. Bahnsteig 105 ist sehr kurz, wobei das nur die 528er passen. Das ist ja dieses eine kleine Stumpfgleis hinter dem Stellwerk noch, wo ich in meinen Szenarien meistens irgendwie eine 103 oder so stehen würde. Und Bahnsteig 1 würde ja quasi auch funktionieren, das heißt, können wir Bahnsteig 1 nehmen, dann haben wir irgendwie so ein RE oder so vor uns. Und dann können wir da auch als, also Koblenz Bahnsteig 1 kann man dann anklicken, das oberste. Nehmen wir mal. Genau, dann kann man auch das da ganz unten als Ziel auswählen, Koblenz Bahnsteig 1. Und dann kann man dem als RE jetzt ein paar Zwischenhalte geben, zum Beispiel hier in Wingerbrück kann der halten, in Bacherach, Oberwesel, halt so ein normales RE-Stopping-Pattern, sage ich jetzt mal. Dass er irgendwie jetzt nicht überall hält und sich so grob quasi dann immer aufhält an jeder Station, aber halt schon irgendwie ein paar Mal, dass man halt zum Beispiel hier VR0 oder was kriegt und mit der PZB was zu tun hat. Das ist halt meistens immer schön, dass man dann halt in solche Szenarien, wo man sich so Züge davor setzt, dass sie dann halt auch ein bisschen spannender sind, als einfach irgendwie eine AFB-Einstellung durchzufahren, weil man dann halt eben Zug vor allem hat, der dann immer wieder anhält. Total, total. Dann bestätigen wir mal Genau. die Anweisung. Sehen hier, was Genau. wir eingestellt haben. Hier ein paar Zwischenhalte haben wir mal gemacht, immer mal wieder so. Aber nicht so, Genau. dass wir durchgehend vor einem roten Signal stehen, sondern ab und dann auch mal durchfahren können. So bestätigen wir und nehmen dafür welchen Zug? Was schwebt dir davor? Das ist ja quasi so egal jetzt erstmal halt irgendeinen passenden fürs Szenario, aber ob Ja. da jetzt ein 146er oder ein 110er fährt, ist ja so, ist ja trotzdem vor allem der Zug. Ja. Achso, ja gut, okay, stimmt. Dann ist das, was das angeht, ziemlich egal. Dann nehmen wir mal dafür eine 110, würde ich sagen. Genau. Ne? Die Änderung hier, die Verkehrsroute, dann ist jetzt auch immer ziemlich schwierig, an der Seite zu erkennen. Also finde ich. Welche, also, okay, du hast da diese Übersicht, bei mir ist das irgendwie Achso, bei dir sieht es gar anders nicht. aus? Aus dem Oldenburg und welche dir von der Rheinstrecke ist, weil da an der Seite sind alle Formationen von beiden. Ah. Ja. Das heißt, da mache ich das dann meistens über die Repaints. Also, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel eine Formation anklickt Ja. und der Namen gibt, jetzt einfach irgendwas, dann sieht man danach Ah, eben ja, zum Beispiel okay. die ganzen Repaints, die man dafür hat, und kann darauf eben schließen, ob das jetzt eine Bremen-Oldenburg oder eine quasi Rheinstrecke 110er ist. Ah, schau an. Das ist ja smart gelöst. Also von dir smart gelöst, so dass du das darüber herausfindest. Ja, dann nehmen wir mal hier N-Wagen Echt ein beladen. bisschen komisch, vor allem, weil ich hier ja auch noch bei der Inify, da fragen mich auch sehr viele Leute nach, und Ja. besonders die besonderen Formationen in den Szenarien. Hier zum Beispiel wie das eine, was du gezeigt hast, die 182 mit dem Intercity oder so. Ja. Da habe ich eben in meiner Indie-File sowas verändert, dass ich quasi alle Formationen, die es im Spiel, also im Fahrplanmodus, die benutzt werden oder auch in Szenarien selber von DTG, also auch diese besonderen Sachen, dass ich die halt auch eben hier im Szenario-Planner auswählen kann. Und das macht diese Übersicht hier an der Seite aber eben nochmal unübersichtlicher, weil dann diese Ja. ganzen Formationen auch noch dastehen, aber eben halt auch keinen richtigen Namen teilweise haben, sondern so eine No-Name-Formation ist, wo das dann halt auch quasi dann davor steht und das dann irgendwie nur hier anhand von Zuglänge und so einer groben Beschreibung ist. So irgendwie mit nur hier der Baureihe und dann irgendeine Zahl noch nebendran, wo man sieht, dass irgendwas aus Erfahrung dann selbst erschließen muss jetzt, was das ist. Ah, krass, ja. Gut, da muss man auch viel dann eben Zeit damit verbringen, um sich da ein bisschen mehr reinzufuchsen. Was nehmen wir als Startzeit dafür jetzt? Unser eigener Zug fährt ja um 7:10 Uhr los. Wann lassen wir den losfahren Genau. dann? Also von Koblenz, nee, wir starten ja in Mainz und dann bis Bingen, also auf jeden Fall ein bisschen später, wenn wir 7:10 Uhr losfahren. Würde ich mal so 20 auf jeden Fall sagen. Vielleicht auch 25, der hat ja ein paar Halte zwischendurch. Also kann auch früher losfahren als unser Zug. Der muss uns ja nicht in Bingstadt direkt anhalten, sondern wird uns dann so auf der Strecke immer wieder, wenn der anhält, dann quasi holen wir den dann quasi ein. Und das heißt, um ja 7 Uhr. Ja. 25 ist eigentlich eine gute Zeit. Ich glaube, Okay. das braucht man so. Man muss ja am Anfang mit dem Aufrüsten, mit den Türen aufmachen. Dann geht ein bisschen was verloren, dann 10 Minuten Fahrzeit bis irgendwie kurz vor Bingen und dann fährt der schon los. Dann wird es 25 quasi passen. Ich habe mir gerade einen Fehler gemacht, dass ich hier noch vergessen habe, den beim ICE hier anzukreuzen, dass er von uns kontrolliert wird. Beziehungsweise ich habe hier bei der 628 dann eingestellt, dass wir den kontrollieren. Das wollen wir natürlich nicht. So, Ja, das kleiner mache ich auch manchmal. Anfängerfehler. Ich wollte eigentlich hauptsächlich am Ende nur noch, ob man quasi dieses Männchen da beim Spielerzug ist. Ja.
Und dann quasi, weil zwischendurch kommt das immer mal woanders hin, wenn man da ein Häkchen reinmacht, aus Gewohnheit, oder manchmal ist Ah, es da auch, ja. man spielt das da rein oder so, das heißt, es ist irgendwie immer woanders quasi. Nur am Ende, wenn es halt, wenn man das Szenario lädt und in einem KI-Zug irgendwo in der Mitte von der Strecke steht, dann weiß man, da ist was schiefgelaufen. Okay, das stimmt. Wir haben jetzt KI-technisch haben wir jetzt praktisch gesehen, wie wir das machen mit Zügen, die einfach im Bahnhof rumstehen. Und wir haben gesehen, wie machen wir das mit Zügen, die uns ausbremsen. Das gleiche wird dann jetzt auch in Koblenz funktionieren, mit einem Zug, der praktisch da einfach nur rumsteht. Wie machen wir das, dass uns ein Zug entgegenkommt? Das fehlt uns ja in diesem Sinne noch. Ja, also da hat man auch wieder, wenn man sich unsicher ist, hier mit dem Bahnsteigen, wieder die eine Übersicht von halt unserem Zug, wo der langkommt, dass man dann halt zum Beispiel, wo man zum Beispiel jetzt Zug entgegenkommen kann. Das kann man aber auch sehen, wenn man auf neuen Zugdienst hinzufügen geht und dann zum Beispiel auf, ich muss mir überlegen, was hier das Richtige ist, auf 4 Boppard, Bahnsteig 3 kann man mal nehmen. Kann ja alles sein. Und dann sieht man da jetzt zum Beispiel, dass es da Pfade halt auf dem Gleis Richtung Bingen und Richtung Mainz gibt. Also muss das ja dann quasi unser Gegengleis sein, dass der uns dann entgegenkommt, weil wir fahren ja Richtung Koblenz und kommen aus Mainz. Das heißt, es ist dann nicht unser Gleis, sondern dann fährt er auf dem anderen in die Gegenrichtung. Dann nehmen wir mal hier Boppard Mainz, oder? Machen wir Genau, mal. bis Bahnsteig 11. Wie gesagt, da steht jetzt unser einer Zug drauf, der statisch ist. Das macht aber nichts, weil der Zug quasi schon an uns vorbeigefahren sein wird, bis der quasi in Mainz ankommt, und dann wird er trotzdem quasi da stecken bleiben und nie auf das Gleis fliegen können. Oder so, das macht ja nichts, weil wir dann am anderen Ende der Strecke sind. Ja, gut, das kann, braucht uns ja dann nicht interessieren, was da hinter uns passiert, ne? Nach mir die Sintflut, so oder so ähnlich. Also nehmen wir So kann mal. ich das in Szenarien, dass es keine Portale gibt, dass du dann quasi hinten quasi alles ans andere Ende der Strecke schickst und dann da quasi immer, sondern kurz bevor man in den Szenarien ankommt, man quasi rauszoomt auf die Karte und sich das andere Ende anguckt, dann sieht man da quasi alle Züge, die Aha. dann einfach gefahren sind, hintereinander stehen. Ah, das merke ich mir mal fürs nächste Szenario, das ich von dir mal hier vorstelle. Dann gucken wir uns auf jeden Fall das mal an. Dann nehmen wir mal hier Mainz Hauptbahnhof Bahnsteig 11, weil wir es können. Genau. Dann Lassen wir kann den man da so einen zwischenhalten. Aufgeschnallten auswählen. Ja, den kann man da eigentlich, je nachdem, was man jetzt natürlich haben will. Boppard ist halt ziemlich lang. Das ist auf der Strecke relativ, also 204 Meter. Da könnte man jetzt einen kurzen Intercity würde da reinpassen, dann würde der halt nicht so oft halten. Muss man sich halt überlegen, was das für ein Zug sein soll. Nehmen wir mal Also einen quasi, Intercity. genau, das heißt, da kann man einmal in die Hilbinger Brück halten lassen und sonst quasi gar nicht. Machen wir mal. Ja, genau. Und bestätigen das als Anweisung dann und fahren. Machen hier Zugdienst bestätigen. Dann nehmen wir einen Intercity. Nummer 1 zum Beispiel. Ich frage mich gerade, gibt es 110er mit Intercity-Wagen so als Formation irgendwo? Nee, ne, ich glaube nicht. Nee. Also auch nicht von der Rennstrecke, weil dann wäre das sogar das gleiche DLC. Aber hier von, Aber guck also mal, als Mod hier. gibt es das, als Ich. Mod gibt es das, glaube ich. Ah, Also wenn du dann. eine Mod hast, dann so, aber jetzt vom Spiel her nicht. Also als Mod kannst du das machen, Aha. aber mit dem nicht, so von mir aus jetzt. Okay, gut, dann bleiben wir mal bei der 101er, weil wir das eventuell irgendwann das Szenario auch mal veröffentlichen, wenn wir das irgendwann, wenn ich das vielleicht irgendwann mal dann doch selbst fertiggestellt habe, das Szenario. Und wir halten das dann konsolenfreundlich. Wobei ich mich fragen würde, ob nicht diese Formation trotzdem auch bei Konsolen klappen würde. Glaube nämlich schon, dass diese Formationen auch bei Konsolen funktionieren. Das haben wir, glaube ich, nämlich irgendwann mal ausgetestet, meine ich. Das wüsste, also da wüsste ich jetzt spontan nicht, Ja. also ob das funktionieren würde oder nicht. Es ist halt so eine Formation, die das, also ich würde jetzt erstmal vom Gefühl her sagen, nein. Ja. Sobald es halt so was ist, was vom Mod quasi so extern hinzugefügt wird, die Formation ist ja dann quasi neu, auch wenn es aus quasi vorhandenem Rollmaterial besteht. Aber die ganze Formation, die ich benutze, die gibt es ja quasi schon irgendwo. Das heißt, die sind so quasi in den Spieldateien schon drin und werden nicht hinzugefügt, sondern quasi nur freigeschaltet. Und da weiß ich jetzt nicht, ob das so das Gleiche ist. Aber wie gesagt, ich bin auch tatsächlich, würde ich mich selber nicht als Modder oder so bezeichnen, weil dieses Szenario mit dem Szenarioentwickler, das ist ja jetzt so quasi, sind das ja die Werkzeuge des Spiels oder was? Also ich habe tatsächlich auch, auch wenn das so manche Leute denken, wenn ich hier irgendwie DMs bekomme, hier im Forum von Dafür Legend oder was, hier mit dem Editor oder was, Ja. egal ob offiziell oder inoffiziell, noch nie irgendwas gemacht. Ich habe mir einmal die Unreal Engine runtergeladen und das mal versucht, hier als dieser inoffizielle Editor rausgekommen ist, wollte ich mir das mal anschauen, bin aber
schon am Installationsprozess von dem quasi gescheitert. Okay, ja, das ist, glaube ich, ein komplexes Unterfangen. Da wollte ich irgendwann mal eventuell als Gast den entsprechenden Autor dieses Programms mal haben. Mal schauen, ob das funktioniert. Einige Genau, wenn du Leute, noch wieder ja. aus der deutschen Szene, gibt es ja auch noch ein paar, haben wir uns ja darüber unterhalten, wen du noch alles einlädst. Da gibt es, glaube ich, auch, die kennen sich da deutlich besser mit aus, mit dem ganzen Editor-Zeug und was man mit, also in, sage ich jetzt mal, echtem Modding in TSW quasi alles anstellen kann, weil ich habe ja jetzt hier quasi die Ingame-Tools und versuche damit für quasi alle was zu machen. Also besonders auch dadurch, dass ich halt Konsolenspiele dadurch mit einbeziehe, dass ich das alles mit in den Creators Club stellen kann. Und dass es jetzt quasi auch mit dem Szenario-Entwickler relativ einfach geht, weil ich habe ja schon Szenarien erstellt. Das hört sich jetzt ein bisschen so quasi alt an, aber ich habe schon Szenarien erstellt. Da gab es den Szenario-Entwickler noch gar nicht, Ja. sondern dann lief das alles über Safe Games und musste dann quasi sich das alles selber zusammenklamüsieren. Also hier den Unreal Engine Unlocker. Und quasi das alles noch speichern, da hat das Speichern noch zuverlässig funktioniert in TSW. Ja. Lange, lange her. Ja, und darüber dann quasi sich alles selber zusammen rangieren und zusammenstellen. Und KI-Verkehr war dann meistens der KI-Verkehr des Fahrplans. Je nachdem, also da hat man einen Fahrplanzug gekapert und dann irgendwo hingestellt, wo man den haben wollte. Und dann quasi daraus was gemacht. Hier dieses, das würde ich auch noch als eins meiner Lieblingsszenarien von mir nennen, auch wenn das mittlerweile gar nicht mehr gibt. Oder funktioniert hier die Kohlelieferung zum Kraftwerk Oh auch? Wo ja, sie das war einer der besten Szenarien, die ich, glaube ich, je gespielt habe. Das fand ich so toll, auch mit diesem ganzen Rumrangieren und wieder ans andere Ende des Zuges setzen und da hin und her. Und das war wirklich ein tolles Szenario. Das gibt es als Video hier auf dem Kanal, aber leider nicht mehr als Szenario in diesem Sinne verfügbar. Ja, da hat das Szenario erstellen mit der Methode wirklich noch mehr als einen Tag gedauert, Ja. sagen wir es mal so, weil man da dann auch wirklich noch in den Anfangszeiten, wo es den Szenario-Entwickler wirklich noch nicht gab, später konnte man dann als Hilfe nehmen, wo es den Creators Club dann aber noch nicht gab. So quasi musste man die trotzdem noch extern veröffentlichen. Aber da war das dann quasi so, dass du wirklich die komplette Strecke, wie du gerade eben gesagt hast, mit der Kamera abfliegen musstest, aber dann nicht für die Bahnhöfe, sondern um die Signale quasi auf Grün zu stellen. Ja, Wenn du dann krass. quasi mit der Konsole den Befehl dafür eingeben konntest, die eine Fahrstraße von einem Signal zum nächsten zu stellen, aber du dann hier alle Signalnummern oder was quasi mit der Kamera rausfinden musstest und dann quasi so einmal die ganze Strecke abgeflogen bist, um dann quasi Ja. einmal quasi eine Fahrstraße über die ganze Strecke gestellt zu haben. Ja, Wahnsinn. Also alte Zeiten, die sind vorbei. Sowas muss dann jetzt auch nicht mehr sein. Aber leider sind dann halt eben auch entsprechend so komplexe Szenarien in diesem Sinne auch nicht mehr gerade aktuell möglich. Wir reden gleich noch ganz kurz über die Zukunft des Creators, des Szenarioentwicklers. Stellen mal hier aber noch ganz kurz eine Startzeit für den von so einen Gegenzug ein. Was fällst du dafür sinnvoll? Also der startet hier, wenn ich mich richtig erinnere, in Boppard. Ja. Das ist ein gutes Stück weit weg. Wir starten 7 Uhr 10. Über die Rheinstrecke mit so einem ICE wird man, glaube ich, grob über eine Stunde fahren. Da würde ich mal hier 7 Uhr 50 oder was auf jeden Fall sagen, ist ein Intercity oder so. Der fährt dann auch schnell durch. Das heißt, da kann man so ein bisschen früher machen. Aber ich würde sagen, 40 Minuten von Mainz bis Boppard oder was. Mitten im Zug, vor allem vom Spielerzug noch davor. Sollte eigentlich dann passen von der Zeit her, dass er dann einem sicher entgegenkommt. Ja, das glaube ich Ja. auch. Und so und nach diesem Prinzip würde es dann halt weitergehen. Das ist jetzt natürlich nur KI-Verkehr. Jetzt haben wir nur gerade mal drei KI-Züge. Das wird dann doch recht langweilig, weil uns nur ein Gegenzug, ein Zug entgegenkommt. Aber nach diesem Prinzip, diese verschiedenen Arten, die wir jetzt gerade so gesehen haben, so machen wir das dann, würden wir es dann die ganze Zeit machen, bis die Strecke irgendwann komplett voll ist, oder? Normalerweise mache ich das meistens mit entgegenkommendem KI-Verkehr auch so, dass ich halt dann wirklich von der nächsten Station ausgehe und dann quasi immer weiter zurück. Also ich dann den ersten KI-Zug, der entgegenkommt, jetzt in Mainz-Mombach starten lassen würde, der dann in den Hauptbahnhof reinfährt. Dann kommt dann in Budenheim quasi direkt hinterher, dass man dann da quasi chronologisch vorgeht. Also, dass sie auch praktisch so ein bisschen im Genau, Blockabstand hinterherfahren. dass man da quasi auch die Zeiten besser einschätzen kann, mit dass du sozusagen den ersten gleichzeitig losfahren lässt, wie halt das Spiel startet. Den zweiten halt so 5 Minuten später oder halt auch gleichzeitig und dass man dann dadurch quasi immer so eine Zeitstaffel nimmt, um dann auch ungefähr grob einschätzen zu können, wie halt ungefähr dann das Timing auch für entferntere KI-Züge sind. Ja, finde ich auf jeden Fall, ist eine sehr gute Methode, um sich so dann praktisch den KI-Verkehr systematisch dann dahin zu bauen. Wie realistisch man es haben möchte, das kann man ja letztlich dann selbst entscheiden. Nein, weil es kommen einem ja nicht immer Züge im Signalblockabstand entgegen. Aber so kann man es auf jeden Fall machen. Und jetzt sind wir auch schon hier in unserem Szenario. Das werden wir jetzt natürlich nicht fahren, aber wir sehen hier unseren ICE 3.
Und wo haben wir unseren abgestellten Zug? Den müssten wir dann auch irgendwo hier haben. S11, ich glaube, das ist in die andere Richtung. Andere Richtung. Ach so, das ist das. Ah. Moment, schauen wir mal, ob wir den noch Ist in, finden. wo wir jetzt sind, 628er, da jetzt Jetzt haben auf wir, dem Gleis ja. unter da. Jetzt haben wir doch den mintgrünen statt den Verkehrsroten, hab ich wohl falsch angewählt, aber. Ja, das ist hier bei der Auswahl an der Seite, da hat man manchmal nicht das, was man will, weil Ja. das auch gar nicht eindeutig benannt ist, das meiste oder so. Bei hier 146ern oder was, da ist es immer spaßig, jetzt zu gucken, welche man da kriegt, ob das Ja. jetzt jemand einspielen kann oder Ja. so zu wählen. Das Oder hier bei glaube ich. Dostu-Steuerwagen. Das ist wirklich da, das, also Dostu-Steuerwagen, da musst du gar nicht nach dem DLC suchen, dann ist einfach das, was drin. Ja, find ich auf jeden Fall gut. Oh, wir haben leider einen Wagen, der ist leider in ein schwarzes Loch hineingesogen worden. Ups, wird wohl das Bordrestaurant gewesen sein. Das sind heute geschlossen. Ja, ist heute geschlossen, genau. Dann würde ich abschließend mal dich fragen, weil du ja in diesem Sinne schon ein absoluter Experte bist, was die Szenarienerstellung angeht. Was würdest du dir denn wünschen für den Szenario Planner 2.0? Was sind so die wichtigsten Veränderungen, die du gerne haben wollen würdest? Welche Funktionen würden dir das Leben erleichtern? Also für einen Szenario-Planner finde ich besonders wichtig halt erstmal Portale sind ganz wichtig, weil es gibt ja ein paar Mods auch schon für hier Rhein-Ruhr-Osten und Hauptstrecke Rhein-Ruhr, die halt Portale hinzufügen und dadurch wird das Szenario erstellen halt schon deutlich einfacher, weil man halt zum Beispiel bei Pfaden dann auch auf der Rheinstrecke jetzt gerade eben zum Beispiel war das so, das war schon relativ luxuriös für ein TSW, Ja. weil es da halt sehr viele verschiedene Endpunkte gab. In Koblenz konnte man hier auf diesem Gleis 105, Gleis 3 oder Gleis 1 quasi enden lassen, aber auf einigen Strecken gibt es halt nur ein Gleis am Endbahnhof, Ja. wo du halt einen Zug hin willst, aber auch KI, wenn sie da hinfahren würde, auf das Gleis kommt und dann da quasi alles blockiert. Und mit dem Portal würdest du dann halt eben da weitergehen, du könntest die Züge das Portal schicken lassen oder auf der Strecke ins Portal fahren lassen, dass sich da quasi nichts blockiert und dann halt generell entweder deutlich mehr Auswahlmöglichkeiten an Startpunkten oder halt eben eine ziemliche relativ Übernahme vom Szenario-Entwickler aus dem TSC. Ja. Damit habe ich auch immer ein bisschen gemacht, nichts veröffentlicht oder so, aber so quasi ein bisschen rumgespielt. Das ist auch deutlich so quasi aufwendiger, dann darin Szenarien zu erstellen. Also das ist deutlich zeitintensiver, wenn man für TSC quasi Szenarien erstellen würde, weil es da Ja. halt eben auch sehr viel umfangreicher ist. Dann kann man eben auch rangieren und alle Sachen quasi einstellen lassen und auf jedes Gleis der Strecke fahren und eine besondere Route einstellen und alles. Und das wäre quasi was, was wir für den TSW, aber auch noch, was ich sehr interessant fände, wäre quasi ein Timetable-Editor. Quasi so, aber auch ein bisschen so als Szenario-Planer, dass man so quasi jeden Spielerzug, so quasi wie ein Szenario quasi dann da einfügt und sich dann daraus einen Fahrplan so über einen Tag zusammenstellt, den man dann wiederholen kann. Weil das finde ich besonders beim TSW, ist es ja eben dieser Fahrplanmodus im Vergleich zum TSC, weil dadurch braucht man halt eben nicht so ganz, sage ich mal, normale Szenarien wie jetzt irgendwie ein RE oder was auf der Strecke, weil die gibt es ja meistens im Fahrplanmodus quasi. Man muss ja auch dazu sagen, dass ja die meisten Szenarien, die ja beispielsweise so im RailsimForum veröffentlicht werden für den Train Simulator Classics, dass die ja oft nur einen ganz normalen Fahrplan in diesem Sinne simulieren. Und das ist ja dann schon ein Genau. sehr gutes Szenario für den Train Simulator. Das wäre aber ein ziemlich langweiliges Szenario für den TSW, ne? Ich habe mir auch mal für Inspiration oder was, wo ich mir manchmal die Download, die Szenarien im RailsimForum halt für TSC-Strecken an, die es auch im TSW gibt, um dann da halt vielleicht mal eins umzusetzen, quasi in den TSW rüberzubringen. Aber wirklich, 80% der Szenarien da sind halt so Sachen, die es dann auf der Strecke jetzt zum Beispiel im TSW im Fahrplanbus gibt, wie zum Beispiel Dresden-Münster oder was. Hier gibt es ganz viele Intercities oder ein RE5 Ja. oder was. Aber das gibt es ja im TSW so quasi alles schon. Und dann bräuchte man da quasi, oder hier besonders Güterzüge, diese gibt es ja auch auf jeder Strecke. Und das heißt, da bräuchte man im TSW dann quasi entweder was Spezielleres. Wie gesagt, dass man, wenn man sich einen Fahrplan irgendwie irgendwann selber erstellen könnte, das fände ich eigentlich sehr reizvoll, weil man dann da halt eben quasi auch das ganze Potenzial vom TSW ausschöpfen kann. Ja, das finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr sinnvolle, wäre auf jeden Fall eine sehr sinnvolle zusätzliche Neuerungen, die wir dann vielleicht irgendwann mal bekommen werden. Der Szenario Planner 2.0 soll ja kommen, wann auch immer. Ne? Also abgeschrieben ist er nicht, aber wann er kommt, wissen wir halt genauso wenig. Da weiß ich auch leider nicht mehr als andere. Und hoffe da genauso sehr, dass da Szenario Planner und der auch der Livery Designer, dass die mal entsprechend in die
in die Moderne geholt werden, wenn man so möchte. Hast du noch abschließend irgendwas? Achso, abschließend wollte ich dich fragen, welches DLC wünschst du dir denn für den TSW? Welche Lok, welche Strecke? So, was wäre so dein Traum? Also mit hier Strecken bei mir in der Nähe bin ich ja eigentlich sehr gut bedient, ja, mit den ganzen Strecken im Ruhrgebiet. Tatsächlich hier der Teaser auf der Niddertalbahn, irgendwas in Baden-Württemberg finde ich eigentlich am schönsten. Und dann so in der Gegend Rheintal-Schwarzwaldbahn. Oh ja, sowas. Ja. Und als Lok-DLC ja, tatsächlich für die Strecken, die wir haben, was Moderneres auch tatsächlich, weil ich bin tatsächlich so, auch was das Fahren angeht, mehr ein Vertreter so tatsächlich modernerer Epochen. Also ich würde jetzt schon sagen, eine 103 oder was mag ich natürlich auch. Ja. Aber mir ist es so besonders hier, was ich halt so aus der Realität kenne, Elektroloks und dann halt Triebwagen, ein D0 HC, fände ich halt besonders für die ganzen Strecken, die wir jetzt halt haben, der könnte mir auf drei verschiedene Strecken, hier Köln-Aachen, Rhein-Ruhr-Osten, Hauptstrecke Rhein-Ruhr, da wird jetzt halt auch so Möglichkeiten mit, den dann fahren lassen zu können, und das wäre halt ein Fahrzeug, was ich dafür super anbieten würde. Das stimmt, der D0 HC wäre auf jeden Fall ein Zug, der, glaube ich, sehr, sehr vielen gefallen würde. Ich weiß auch, das hat Lukas irgendwann mal erzählt, also Lukas Klimczyk von DTG, dass, glaube ich, sogar mal zwischendurch an dem D0 HC mal gearbeitet wurde, vor etlichen Jahren, ich glaube sogar vor Hauptstrecke Rhein-Ruhr, oder vielleicht für irgendeine andere Strecke, aber dass das Projekt halt doch eben verworfen werden musste, was jetzt nicht heißt, dass dieser Zug kommt, weil das ist halt oft so im Game Development, dass halt Sachen, gerade im Bereich Zugsimulation, dass Sachen erstmal gemacht werden, ohne dass man weiß, ob die Lizenzen wirklich dann da sein werden oder nicht. Aber wenn man immer nur wartet, bis eine Lizenz da ist, dann wird man nie irgendeinen DLC, glaube ich, veröffentlichen. Ja, also der D0 HC ist auf jeden Fall auf dem Schirm von DTG, so viel kann man sagen. Und wer weiß, vielleicht ist ja die Strecke in Baden-Württemberg. Ich weiß nicht, ob auf der Schwarzwaldbahn, ob da jetzt ein D0 HC rumfährt oder nicht. Weißt du das? Doch, ich glaube schon, das sind hier die von Bewegt und so. Ja. Die dann meistens, ich glaube, sind auch noch ein paar Dostos zwischendrin unterwegs, die mit 146. Aber ich glaube, die 0 HC fahren da auch schon. Okay, ja, dann, das wäre ja dann natürlich, vielleicht wurde das Projekt dann doch wieder aufgenommen für diese Strecke in Baden-Württemberg. Vielleicht aber auch nicht, ne? Wir wissen es nicht. Und werden es irgendwann herausfinden. Vorher erwartet uns noch ein Lok-DLC, von dem wir genauso wenig wissen, was das sein wird. Zumindest jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme hier. Bin ich nämlich noch nicht ganz sicher, wann das Video erscheinen wird, aber ja. Hast du noch abschließend irgendetwas zu sagen, irgendwas auf dem Herzen, irgendwas, ja, irgendwas? Eigentlich habe ich so über das meiste geredet. Ich würde nochmal so quasi zusammenfassend quasi, dass meine Szenarien über den Creators Club sind, zu finden unter halt, wenn man sucht, Klammer auf TF, Klammer zu, kann auch nur TF eingeben, dann findet er das quasi auch, weil er dann halt nur nach dem Buchstaben sucht. Und ja, ich mich quasi sehr gefreut habe, hier zu sein. Ich quasi hier diese Reihe von Community Talk auch gut finde. Weißt du alles, mit wem du schon alles noch eine Folge machst? Oder ist das quasi noch geheim? Ich habe auf jeden Fall einige Zusagen bekommen von den ganzen lieben Leuten, die die Mods erstellen. Also auch hier das gesamte Team vom IC1 Enhancement Pack hat da... Bitte? Dann hast du etwas vor, das waren ja einige, oder? Die da mitgemacht haben. Genau, das war ein größeres Team. Die werde ich natürlich nicht alle gleichzeitig hier vor Mikrofon haben, aber die ein oder andere Stimme davon werden wir auf jeden Fall hier noch hören. Und geplant ist auch nochmal schauen, ob das funktioniert, auch mit einigen englischsprachigen Moddern. Auch da gibt es ja einige sehr, sehr fähige Leute. Aber mal schauen, ob das dann funktioniert. Gut, dann... Ja. Bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass du hier warst, hier im Community Talk. Und ja, Szenarien von ihm findet ihr im Creators Club, Klammer auf, TF, Klammer zu. Wir haben es vorhin gesehen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens beim nächsten Szenario, das du dann raushaust. Das werden wir dann auch wieder bestimmt gemeinsam spielen. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe und wir hören uns und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Ciao.